Geht nicht, gibt's nicht. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Black. Und ich nehme schon zum dritten Mal hintereinander auf. Also das ist jetzt die dritte Aufnahmeschicht. Ja, 9 Parts an einem Tag. Finde ich ein ordentliches Stück. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Das wird wahrscheinlich noch zur typischen Routine. Zu Beginn eines Parts sich zu heilen. Und ja, sieht ja schon mal ganz gut aus. Und warum ist eigentlich unser Dusselgu auf Level 9? Ich verstehe es nicht, habe ich das so spät gefangen? Ach verdammt! Guck mal da. Also ich habe keinen Schutz aufgetragen. Oh, das ist sehr schlecht. Aber wir stehen schon vor Level 36 und da erwartet uns wieder was ganz Spezielles. Ihr wisst es ja. Bei Startern ist man es ja gewohnt, dass sie sich auf Level 36 entwickeln. Ah, gegen dich haben wir schon gekämpft anscheinend. Ich habe schon wieder alles vergessen innerhalb dieser 1 Stunde, die ich mir Pause genommen habe. So, das war's auch schon. Jetzt sind wir schon beim Wendelberg. Und dort erwartet uns der gute Charon. LP, lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Jet-Ordens stärker ist. Wie immer. Dieser typische, sinnlose Wettstreit. Also da muss ich durchaus N recht geben. Wenn man immer wieder Sachen wiederholt, auch wenn man weiß, wie sie ausgehen, ist das wirklich Zeitverschwendung. Irgendwie bin ich in diesem Let's Play abends immer konzentrierter. Klar, bist du stark. Aber das bin ich auch, oder? Je nachdem, was der gesagt hat. Ich höre mir das doch nicht an. Werd du jetzt erstmal verwirrt. Und Sharon heilt sein Pokémon nicht. Das finde ich sehr sozial. Das Pokémon wiederum müsste es nicht sozial finden. Weil wenn ich es tue, kann er es doch längst tun. Nein. Evoswap, das soll ich wechseln. Gut. BXDM. Der sollte normalerweise ein Item tragen, aber gut, jetzt soll er mal zeigen, dass er was gelernt hat. Bitte. Oh, Level 35, das könnte haarig werden. Okay, da können wir gleich wechseln. Weil ich sehe schon, so zu verhandeln bringt nichts. Aber dann werden wenigstens verschiedenste Arten von Pokémon eingesetzt. Das heilt sich immer wieder, weil es Überreste hat. Gut, da muss ich zu anderen Mitteln greifen. So, das hält ich aber ganz schön mal auf Trab. Ja, da hilft doch kein Heil-Item. Gel. Cleopatra, da können wir wieder auf CLPG RFX setzen. Also ich sehe keine Steigerung, weil wir so taktisch agieren können. Das mich fast erstaunt. Beziehungsweise es erstaunt mich ja. Doch, das erstaunt mich auch. Okay, nicht wirklich, aber... Ich bin schon geschockt.
Sky zu LP trägt nochmal das Glück sei, oder? Oh, steht kurz vor Level 37. Ach nee, jetzt. Ja, das ist mir bewusst. So, der Cheater. Das setze ich lieber auf Hikari. Genau, am Abend brauche ich jetzt wirklich Licht. Habe ich ja, habe ich zwar, aber ich brauche ein bisschen Erleuchtung hier. Zeigt sich seine wahre Stärke darin, dass man nie verliert? Ja, man muss schon Stärke haben zu verlieren, würde ich mal sagen. Also eher andersrum. Sehr gut, die ersten 37er. Sicher, Pokémon-Kämpfe machen eine Menge Spaß, aber was heißt es eigentlich, wirklich stark zu sein? Ja, das ist eine Frage der Menschheit. Und jetzt wird erstmal eine Frage beantwortet. Wann erreicht Seal Pidgeot X die zweite Stufe? Nämlich genau jetzt auf Level 36. Jetzt ist die Zeit gekommen. Begrüßt Admurai. Oh, Schlitzer, eine sehr starke Normalattacke. Darauf warte ich, damit ich endlich Tackle vergessen kann. Schlitzer hat durchaus Potenzial. Oho, das war ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Eiskalt, einfach so. Naja, immer noch wahrscheinlich sanfter als mit den Kanonen in der Panaero City Arena herumzufliegen. Und ich frage mich noch, ist das nicht der Champlauro? Ich bin schwach und habe daher verloren. Auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich, mach dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt. Aber ich bin noch immer kein Deutschlauer. Was genau bringt es dir, immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen, das würde mein Leben einen Sinn geben und mir als Beweis dienen, dass ich wahrlich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Es ist in der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch noch wichtiger ist es zu wissen, wann man nach Erreichen dieses Ziels tun möchte. Das heißt, in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier, bitte, das ist für dich. Und natürlich auch, und du gehst auch nicht leer aus. VM03, Surfer. Das ist Surfer, damit können wir übers Wasser gleiten. Setze die Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. So, das war's auch schon. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon an eurer Seite. Was will ich tun? Nun, ich weiß es noch nicht. Da setze ich vorerst einmal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. LP, das nächste Mal gewinne ich. Ja, das ist ein guter Vorsatz. Wenn du ihn einhalten kannst, immer gut. So Leute, jetzt da wir Surfer haben, können wir zu brandneuen Arealen aufbrechen. Und das werden wir zuerst tun. Unter anderem auch ein paar legendäre Pokémon fangen. Ich weiß, es werden sich manche denken, jetzt zieht sich das Display ja noch mehr in die Länge. Aber es muss einfach sein. So, dann vergessen wir mal Aquawelle, hat uns gut gedient. So, welches Pokémon konnte nochmal Blitz? Ich weiß es nicht, aber wir brauchen es auf jeden Fall. Dann fliege ich mal nach, erstmal
in unsere Hometown, Amenitia. Denn dort ist nämlich die erste Wasserroute. Wo ist nochmal? Das ist unser Haus, ja. In der Mitte ist eigentlich ungewöhnlich. Übrigens schön, wie die Lichter leuchten. Denn wir müssen stärker werden für diese Pokémon und daher bevorzuge ich es erstmal ein bisschen zu surfen. Ah, und die neue Surfermusik ist auch relativ angenehm. Ich hoffe, dass die Trainer nicht so stark sind auf dieser Route. Dass es ein angenehmes Training ist. Und wenn wir verscheucht werden, dann haben wir ein wirkliches Problem. Aber wir haben ein so gut durchgemischtes Team, dass es eigentlich gelingen müsste. Und wenn jetzt ein Pokémon auf Level 38 kommt, Leute, dann... Ah, ne, 35. Macht's aber nicht viel besser, ist nur ein Level-Unterschied. Man setzt sich eigentlich immer noch Kaltklinge ein. Oh, Kalklinge scheint doch nicht so schlecht zu sein. Und verdammt, das falsche Pokémon hat den EP-Teiler. Ah. Ne, Grillchita, das kommt mir recht entgegen. So, jetzt wird aber mal gewechselt, weil ich will noch kein Pokémon auf Level 7 und nee, auf Level 38. Wer weiß, vielleicht kommen wir mit allen Pokémon da schon mit Level 39 raus. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Gut. Ach, das hatte das Glücksei. So, dann wird es jetzt komplett umkonstelliert. So, dann bekommt jetzt BXDM den EP-Teiler. Schade, dass ich ihm so wenig Zuneigung gebe. Oder Beachtung. So, und trage nochmal Schutz auf. So, und Surfer kommt jetzt gleich mächtig zum Einsatz. Doch zuvor prüfe ich nochmal, ob es hier irgendwelche Items gibt. Nö. Aber es gibt ja fleißige Trainer. Gegen die sich wirklich zu kämpfen lohnt. Ach nein! Sowas lohnt sich wiederum gar nicht. Ja, du solltest dich eher darauf konzentrieren, dass der Spezialangriff da einträchtigt. Sag mal, kann das Ding nichts anderes? So. Wie viel zockt das? Das zockt fast alles. Das ist sehr schön. Abgewehrt. Zack. Oh, Zebritz könnte anstrengend werden. Und ist wie unseres schnell. Ah!
Okay, der Part, der wird doch noch etwas länger. Ja. Shady. Bräuchte auch mal so eine Basher-Attacke. Weil Funkensprung, das ist nicht so das Wahre. Nee, ich meine, Unheilböen ist nicht so das Wahre. Aber immerhin kann man sagen, dass sie den Kampf doch beendet und sie nicht fehlschlägt und dadurch den Kampf in die Länge zieht. Ja Leute, im nächsten Part geht's hier auf diesen Routen weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao.